Hallo. Jetzt bin ich wieder bei euch. Oh, ich muss dann gleich mal kehren. Wenn ich jetzt mal ein bisschen wieder sauberer werden hier. Ja, ich weiß. So, jetzt hier. Zack, zack, zack. Schnell. Have a nice day. Thanks a bunch. So. Das. Awesome. Awesome, yeah. Wir hatten den Fisch jetzt da fallen lassen. Habt ihr das gesehen im Hintergrund? That'll do it. Oh. Ah ja, ich bin hier. Blaze. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Oh, ich brauch die Jungs. Das geht sonst hier nicht. Das geht sonst nicht. Der eine in der Werkstatt, einer an Kraftstoff, drei an der Kasse. Gleich kommt der nächste an Kraftstoff. Zack, bumm, da ist er. Der Andrew. Ich glaube, das ist der. Aufgabenliste, bediene die Kasse. So. Auf, wir drei von der Tankstelle, wir rocken das jetzt hier. Ja. Ich betanke, dann mache ich sauber und dann. That'll do. Oder? Da, er ist da, er legt los, alles klar. Jetzt will ich es hören. Oh, meine Stimme geht flöten. So, Tabakko, keine Produkte mehr. Eis. Eistruhe. Weg. Okay. Ja, weil ich nicht weiß, ob ich... Ich will die Kleine nicht verkaufen. Ich will die nochmal aufheben. Weil ich krieg dafür nichts. Also... Oh, ich bin gleich wieder da. Also, ich trinke jetzt noch was, und wenn es nicht besser wird... Alter Kaffee, so schnell kann's gehen. So, ja. Hab ich denn noch was? Ja, ich hab hier noch was. Ah, nee. Stopp. Den bitte nicht auffüllen. Da ist nichts mehr. Oder Eis wieder in die Hand genommen. Oh Mann. You're amazing. Den hab ich eben gerade erst aufgefüllt, ne? Komm hier. Place all. Ist eine große Truhe. Wildberries geht nicht mehr rein. Das habe ich aufgefüllt. Ja, dann. Nice. Ah. How much do I owe you?
Leute, genießt. Oh, 667. Wow. Leute, genießt es mal. Ich bin sofort wieder da. Lass hier weiterlaufen. Das ist eine Minute, bin ich wieder da. So, Leute. Ich mal ausgehustet hier. Hoffe ich. Oh, ein Kraftstoff. Ich bin da. Ich hab's auf dem Schirm. Oh, 4400. Wir haben's gleich. Incredible. Yeah, ich weiß. Hast aber trotzdem kein Trinkgeld gegeben. Dafür du. Er ist in der Werkstatt. Okay, er ist dran. Alles klar, er ist dran. Ja, fahren wir doch über die Füße. Oh, 419. Wir haben es gleich, Leute. Wir haben es gleich. Gleich haben wir erstmal die Schulden bezahlt. Oh, Spiegel haben wir kaum noch. Andrew macht's jetzt. Ah, nein, der Andrew hier, der Ricardo. Ricardo macht jetzt den Umsatz. Oh. Hallo? Freue ich mich nicht. Super. Vielleicht mache ich's auch jetzt. Good job. Yeah. Geld gesammelt. Jetzt rufe ich meinen Onkel an. Machen wir direkt, oder? Weg. Ja, komm. Ja, Errungenschaft freigeschaltet. The Dust Bowl. Oh, yeah. Oh, hätte ich gewusst, dass man das so alles sieht, so. Oh, die sind zusammengekrallt. Knallt. Wer bist du denn jetzt? Ach, du bist doch der Rocker vom letzten Mal. Programmierfehler. Die Spinne war auf der linken Hand. Beim Ankommen war es auf der rechten Hand. Hey, Punk! This place you've got here is amazing! And you've got all the money? Great! That's mighty kind of you. Best of luck, and hope I want to have the comeback here all angry and everything. Forget to tell you, boss left you a little something should help you with the little twerp. Go check out your parking area. Peace. Ah, das hab ich eben schon stehen sehen. Was soll das denn sein? Ah, Dennis Defense Siren. Okay. Gut. Danke.
Danke. Schön. Was? Hä? Krieg ich da Sachen direkt raus, wo ich nach ihm schmeißen kann? Was? Das ist jetzt ein Witz, oder? Achtung und zack. Geil. Das ist geil. Was ist denn jetzt? Keine Kunden mehr. Ach doch, eben, da kommen sie wieder. Ich denke, was ist denn jetzt hier? Jetzt ist aber hier. Mein Adlerauge hat sie gesehen. Und jetzt? Was habe ich jetzt für Aufgaben? Jetzt ist nix oder was? Hm? Hä? Hab ich jetzt geschafft? Du hast das maximale Level erreicht. Wir haben keinen Sprit mehr. Ich kann aber auch keinen bestellen. das war der falsche. Bunch. Oh Gott. Noch vorher nochmal Sprit bestellt. Wäre viel gescheiter gewesen. Okay, müssen wir wieder klein anfangen. Das ist ja kein Thema, das ist ja kein Thema. Das kriegen wir hin. Aber ganz ehrlich, der Kollege in der Werkstatt hat uns gerade ein bisschen den Bobbes gerettet. Mit seinen 442. Ja. Aber was ein Glück haben wir die Werkstatt aufgefüllt. Was ein Glück, habe ich hier die Reifen aufgefüllt und alles so ein bisschen. Damit es jetzt vorwärts gehen kann. Ah, so, gut. Also, Tankstelle ist Maximum. Gehen wir nochmal kurz hier an Kraftstoff. Gut. Wollt jetzt mal einen Computer. Ja, ist doch gut. Ach, er hupt den da auch an. Pff, witzig. Steht jetzt selbst im Weg und hupt die Leute hier an. Auf los. Komm her. Mach mal voll hier. Mal an den PC gucken. Lage 4. Ich glaube, höher geht's nicht. Also hier sind wir 3. Hier könnten wir dann. Vielleicht gibt's hier noch. Ah ne, warte mal, das ist dann. Ja, zack, zack. Und hier genauso. Oh, hier ist natürlich. Ja doch, Sonnenbrille und Teddybären habe ich. Und dann kommt Basketball und Snacks. Sport und Snacks, und dann habe ich auch alles. Lager räumen oder was? Krass. So, und dann? Selbst schnell Innenbereich. Situationen. Was? Oh, Sarg. Makabe. Hängeschild. Okay.
Ja, ein Klavier, genau. Aber das, wer hängt sich denn? Das nimmt mir doch eh Platz weg. Das nimmt mir doch Platz weg. Lampen. Das nimmt mir doch Platz weg, wo ich Regale hinstellen könnte, oder? Ja, Valentins Verstärker, vorhin habe ich ihn weggeworfen, kaufe ihn jetzt bestimmt nicht wieder. Foto, Veranda-Foto, Sumpf-Foto, Goldfelge. Also ein Bierschild, das könnte man sich vielleicht noch irgendwo hinhängen, aber wo? Ja. Mal wegen Kraftstoff? Ja. Ja, so muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Ach, wir haben Feierabend gemacht, die Jungs, okay. Hallo, kommst du jetzt mal? How much do I owe you? Ja. A bunch. Mhm. That'll do. Machen wir zu, dann lassen wir auf. Ich weiß gerade gar nicht. Ich würde vielleicht zumachen und dann kann ich mal in Ruhe am Computer gucken. Doch, das machen wir auch. Hier mal zu, komm. Zack. Nein, ist geschlossen. Nichts mehr an der Kasse jetzt. So, Einrichtungen. Ne, wir machen Dekoration. Okay, Außen- Innenbereich hatten wir. Jetzt machen wir Außenbereich. Hier haben wir alles. Ja, aber hier ist alles noch gesperrt. Aha, RC-Strecken soll wohl bleiben. Ja, guck hier, Straße. Ah, okay. Werkstatt. Werkstatt, Willkommensschilder. Wo bin ich jetzt hier drin? Wo bin ich jetzt hier drin? Ich bin. Dekorationen. Außenbereich. Okay. Vorderseite. Habe ich alles. Kann ich nichts mehr kaufen. Gehen wir weiter. Seite der Tankstelle. Könnte ich alles kaufen. Ich weiß gar nicht, was alles. Seitenbank, oh ja. Ja, 300 gekostet, da lassen wir jetzt erstmal. Vor der Seite, naja, die Wimpel. Die andere Seitenbank. Ja. Kann ich machen. Ach so, nochmal. Das? Die Nadel. Ein übrig gebliebenes Kunstwerk. Achso, okay. Plakat. Seitenpalmen. Picknick. Palmen hinten. Oh, ich dachte jetzt schon die Waschstraße. Okay. Oh, Lagerfeuer. Basketballplatz. Werkstatt. Asphalt. Und die Dinge. Okay, gut. Okay, wir können außen noch einiges machen. Hallo, so war das jetzt nicht geplant. Außen können wir echt noch einiges machen.
Da könnte ich nochmal einen Parkplatz kaufen. So, und dann? Was habe ich sonst noch? Ja, Toilette. Kaufen zwei Stück. Klappsäule. Okay. Okay, okay. Ach, geh doch nicht ganz raus, Mensch. Einrichtungen, Regale, was haben wir da jetzt? Ach, du ahnst es. Ach, du ahnst es nicht. Okay, alles klar. Gut. Die Buben sind ausgeruht. Erst ein bisschen Geld. Tankstelle ist geschlossen. Wir machen sie auch gleich wieder auf. Aber... Was? Da ist viel zu viel Ware weg. So, Tankstelle ist... komplett. Ne, wir müssen das große Tabakregal wieder hängen. Ja, passt da schön rein, hinter mich. Lies ein bisschen. Da ist kein Platz, da ist kein... Ich würde hier gerne irgendwas anderes hinstellen, sonst ein anderes Regal. Das da nach da hinten wandert, kann ich die Eistruhe da hinstellen und kann hier ein anderes... so Teddybär-Gedöns hinstellen. Warum muss ich die Wand schon wieder streicheln? Streicheln, ja genau. Ich streichel die Wand, hallo. Ich streichel dich mit Farbe. Reichen wir noch mal kurz hier. So. Gut. Können die Tankstellen wieder aufmachen? Also gut, wir können noch ein bisschen was machen. Ich glaube, sie bleibt so. Ich dachte, sie wird ein bisschen moderner. Ein bisschen modern, dass die Leute dann selbst hier vorne tanken und so. Ja. Also, wir müssen mit Rudi, müssen wir hier noch ein bisschen Sand wegmachen. Sandhügelchen hier. Hier kommt, glaube ich, das Lagerfeuer hin mit Picknick. Hier der Baseballplatz. Das wäre was, ey. Den ganzen Sand wegmachen. Ey, Ruhe. Ja. Ja, gut. Machen wir erstmal die Tankstelle wieder auf, dass wir Geld verdienen. Und dann gucken wir.